Mein Name ist Tim von Oertzen. Ich bin Facharzt für Neurologie und Leiter des Zentrums für Altersmedizin am Kepler-Universitätsklinikum in Linz, wo ich auch stellvertretender Ärztedirektor bin. Zusätzlich betreibe ich eine Wahlarztordination und biete dort seit 5 Jahren ambulante Recoverix-Therapie an. Unter neurotechnischer Rehabilitation versteht man Rehabilitation von neurologischen Funktionen wie Bewegen, Sprechen, Rechnen, Schauen mit Hilfe von Technologie. Und da machen wir gerade große Fortschritte, dass es viele technische Innovationen gibt, die die neurologische Rehabilitation unterstützen. Von der Recoverix-Behandlung kann man sich erhoffen, dass eingeschränkte neurologische Funktionen wie Gehen, bestimmte Bewegungen mit dem Arm machen, wieder besser werden. Sozusagen Funktionen neu erlernt werden, die durch Krankheit verloren gegangen sind. Das Besondere der Recoverix-Therapie ist, dass die Therapie da ansetzt, wo der Schaden vorliegt, direkt im Gehirn. Durch die Vorstellung der Bewegung aktivieren die Gehirnzellen und können neue Verknüpfungen bauen. Und dadurch können wir nicht nur die Motorik beeinflussen, sondern wir können auch Symptome wie die Fatigue verbessern. Recoverix-Therapie wirkt gut bei Patienten, die eine Störung im zentralen Nervensystem, also direkt im Gehirn, haben. Das sind Schlaganfall- und MS-Patienten. Patienten, die Einschränkungen in der Motorik haben, das heißt in der Bewegung der Arme oder der Beine oder beides, von einer oder von beiden Seiten, eignen sich für die Recoverix-Therapie. Das können zum Beispiel als Ursache Schlaganfall oder MS sein. Um es genau einschätzen zu können, sprechen Sie am besten mit Ihrem Neurologen. Mit der Recoverix-Therapie konnten Patienten motorische Fähigkeiten zurückerlangen. Zum Beispiel ist das Gehen bei einigen Patienten deutlich flüssiger geworden. Wir haben Patienten, die nach der Therapie ohne Stock gehen konnten, was vorher nicht möglich war. Im Bereich der Arme haben wir Patienten, die zum Teil wieder Tätigkeiten ausführen konnten, die sie vorher nicht konnten. Ein Beispiel ist eine Unterschrift leisten oder auch einen Föhn halten. Diese Veränderungen machen viel aus in der Lebensqualität, weil sie das tägliche Leben vereinfachen. Wir haben auch Patienten gehabt, die eine motorische Sprachstörung hatten, bei denen die Sprache wieder deutlich flüssiger geworden ist. Eine Therapie mit Recoverix kann zu vielen Zeiten gestartet werden. Die Rehabilitation setzt im ambulanten Bereich meist in der sogenannten Spätphase, also meist 6 Monate nach dem Ereignis, ein. Aber dann kann man zu jeder Zeit Recoverix starten, entweder im relativ frischen Bereich oder auch im chronischen Bereich, auch Jahre nach einer Erkrankung, wie zum Beispiel einem Schlaganfall. In meiner Praxis war der Patient mit der längsten Historie sozusagen 15 Jahre nach Schlaganfall und hat eine deutliche Besserung gehabt. In Studien konnte gezeigt werden, dass die Wirkung der Recoverix-Therapie dauerhaft anhält. So wurden die Patienten direkt nach Abschluss der Therapie und 6 Monate später untersucht. Und die Verbesserungen, die man direkt nach Abschluss gefunden hat, waren auch 6 Monate später noch vorhanden. Zum Teil hat sich der Effekt sogar noch verstärkt. Recoverix funktioniert und basiert auf Prinzipien, die schon lange in der Neurorehabilitation angewendet werden. Zusätzlich konnte in wissenschaftlichen Studien gezeigt werden, dass die Vorstellung einer Bewegung und dann die maschinelle Ausführung, hier durch die Elektrostimulation, tatsächlich die Plastizität, die Fähigkeit der Hirnzellen, sich mit anderen neu zu verknüpfen, anregt. Und weiterhin gibt es über Recoverix-Studien, die bei Schlaganfall und MS eine Verbesserung der Patientenfunktion zeigen und diese auch langfristig anhält. In der Neurorehabilitation ist generell die Datenlage über den Erfolg von Studien nicht vergleichbar mit den Daten, die wir für neue Medikamente haben. Aber im Vergleich haben wir für Recoverix schon recht viele Daten, die die Wirksamkeit belegen. Eine der faszinierendsten Verbesserungen, die wir mit der Recoverix-Therapie bei einem Schlaganfallpatienten erreichen konnten, war ein Patient, der hinterher wieder seinem Hobby zu basteln nachgehen konnte und dies mit beiden Händen. Das war eine große Verbesserung der Lebensqualität für ihn. Mit einer der faszinierendsten Effekte der Recoverix-Therapie bei MS-Patienten ist die Wirksamkeit auf die Ermüdung, Fatigue genannt.
Einige Patienten können den Alltag nur mühsam bestreiten und müssen sich immer wieder zwischendrin ausruhen. Wir hatten eine Patientin, die das auch hatte und die schon während der Therapie merkte, dass die Energie zurückkommt und die Müdigkeit weniger wird und dann in der Lage war, mehrere Stunden einer Tätigkeit nachzugehen, ohne Pausen zu machen. Das hat die Lebensqualität enorm verbessert. Wie immer in der Neurorehabilitation ist eine Wirksamkeit nicht garantiert. Viele Patienten verbessern sich, manche verbessern sich ganz hochsignifikant.